Kledebur, er ist vielleicht ja die ideale Besetzung für dieses Thema, denn Benedikt Kledebur hat einerseits Philosophie und Informatik studiert. Er arbeitet heute, der ist seit vielen Jahren Autor, Übersetzer und Essayist und natürlich auch mit seinen Arbeiten zur Philosophie, also auch über Fritz Mauthner und auch über die Skeptiker, halt irgendwie hier eine ideale Besetzung für diese Frage nach Logik und Interpretation, Berechenbarkeit und Logik und Literatur, Berechenbarkeit und Interpretation. Und ich freue mich auf deinen Vortrag. Danke für die Einleitung, die ich nur halb gehört habe. Und, danke für die Einladung an euch beide. Also ich möchte mich im Vorhinein entschuldigen, dass mein Vortrag nicht so philologisch sein wird. Was ich sehr genossen habe an den Vorträgen heute Vormittag. Also ich werde versuchen, einen allgemeineren Ansatz hier als Experiment irgendwie zu nehmen. Und zwar werde ich, also habe ich es genannt, eben Logik und Literatur und habe eben logischer Empirismus. Ich will sozusagen sagen, dass beide, sowohl die Literatur als auch die Theorie oder die Logik jetzt in dem weiteren Sinne stehend für Theorie oder Symbolsysteme, die die Wissenschaft benutzt oder die Mathematik, dass die etwas gemeinsam haben, und zwar das ist das, dass sie sich eben Denkhilfen benutzen, die eben die Symbolisierungen sind. Und es gibt da eben natürlich Unterschiede zwischen dem literarischen Sprachgebrauch und dem wissenschaftlichen Gebrauch von Symbolsystemen, spezieller Mathematik, aber vielleicht auch der formalen Logik. Und ich fange jetzt einmal an, was ich da aufgezeichnet habe, zu lesen und werde vielleicht dann noch auch frei sprechen drüber. Also, könnte man sich die Formalisierung einer umgangssprachlichen Äußerung, die diese in einem bestimmten System kalkulierbar macht, nicht auch als eine Art Einbahn vorstellen, die eine Rückübersetzung des Kalkulierten unmöglich macht. Die umgangssprachliche Äußerung wäre dann nur die Motivation gewesen, eine klare Struktur zu bilden, die die notwendigen Anschlussstellen für ein System aufweist, in dem gerechnet oder bewiesen werden kann. Die neuen Strukturbildungen, die aus der ursprünglichen folgen, blieben dann als das, was sie sind, stehen. Strukturen aus mathematischen Symbolen. Also es hat dann keinen Sinn mehr, von Bedeutung zu sprechen. Ihre Bedeutung wären sie selbst. Tanja Gesell hat ja gestern, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang gebracht, eben die Gödel'sche Beweis des Unvollständigkeitstheorems. Und das würde also von dieser Seite her dann auch beleuchtet oder in Frage gestellt werden. Und wir können auch noch später darauf kommen, was eben Wittgenstein kritisiert und warum er es kritisiert. Was wäre dann der Kern des Berechnenden, der die Regeln internalisiert hätte, die Transformationen ausführt und die Strukturen beurteilt, sie akzeptiert oder verwirft? Hier käme der automatentheoretische Ansatz Oswald Wieners zum Zug, der die menschlichen kognitiven Leistungen dem Konzept der universalen Maschine gegenüberstellt, der Turing-Maschine mit Lesekopf, der Liste von Operationsanweisungen und dem Halteproblem. Wir haben das gestern diskutiert. Es ist ja ein Formalismus, der sozusagen diese Strukturierung dann eigentlich, waren uns nicht sicher, ist das die Vermittlung zur Vermittlung oder war das zuerst als Idee da, nicht? Und wie weit ist es überhaupt zu dieser Formalisierung gekommen? Du hattest das ja dann mit der Selbstbeobachtung verknüpft in deinem Vortrag, aber da
auf können wir noch zu sprechen kommen. Anhand dieser Gegenüberstellung kommt Wiener zu neuen Definitionen, zum Beispiel von Zeichen und Struktur, wobei unter Struktur eben Turing-Maschinen verstanden werden, die Zeichenketten generieren oder akzeptieren. Die Zeichen im idealisierten Sinn der Informatik, wie er das in Probleme der künstlichen Intelligenz schreibt, werden also von Maschinen auch hervorgebracht und erst das mache sie zu Zeichen. Siehe dazu die Definition von Maschine, wie sie im Glossar des Bandes Selbstbeobachtung Oswald Wieners Denkpsychologie findet, an deren Ende festgestellt wird, also von Thomas Eder und Thomas Rapp, Denken kann nicht Rechnen sein, da dies angesichts der Umweltdynamik viel zu unflexibel wäre. Der Algorithmus, also das Set aus Bedingungen und Anweisungen, für den im Prozeduralen, im Gebundensein an die Zeit, an einen Ablauf, der Widerspruch kein Problem darstellt, und die mathematische Formel, die sich als Abkürzung oder Zusammenfassung berechenbarer Dimensionen, den Möglichkeiten bzw. der Kapazität, der Mächtigkeit eines konsistenten Kalküls verdankt, beziehen sich beide auf nichts weiter als auf die Programmiersprache oder auf den Kalkül aus Axiomatik und Umformungsregeln, in denen sie verfasst sind. Um sie anzuwenden, also um sie auf etwas zu beziehen, das gleichsam außerhalb des Raums ihres konkreten Gegebenseins liegt, muss ich sie interpretieren. Daher ist zum Beispiel auch dann solche Modelle wie die Bildtheorie, wo der Satz als logisches Bild der Tatsachen und so, deswegen kommen dann eben solche Konzepte dann auch zum Zug. Jetzt will ich da hier gleich sagen, also weil wir da von den Zeichen sprechen, nicht? Die literarischen Zeichen, die sozusagen mit einem klischeehaften Bedeutung operieren, wenn jetzt in der konkreten Poesie die Zeichen sozusagen oder jede avantgardistische Poetik bringt die Zeichen sozusagen auf eine konkrete Ebene und schaut sie auch nur als Zeichen an. Und in dieser desemantisierenden ästhetischen Methode führt dann das Manipulieren der Zeichen sozusagen zu einem Offenlegen der möglichen Bezugnahmen in einem gewissen Sinne. Also, aber es konkretisiert sie und desemantisiert sie. Die Symbolsysteme, die sozusagen formalisiert sind und systematisiert sind, die werden zum Beispiel von Gödel dazu gebraucht, um einen Formalismus zu nehmen, der eigentlich der Arithmetik angehört, und dann werden sozusagen Botschaften verschlüsselt. Das ist sozusagen ein Semantisieren der schon per Definitionen desemantisierten Systeme. Also hier sozusagen sind zwei entgegengesetzte Bewegungen. Das will ich irgendwie, und das ist aber auf der anderen Seite auch das, was sozusagen Literatur und Reflexion über Wissenschaftstheorie, wie sie der Wiener Kreis betrieben hat, wo sich das vergleichen lässt. Also auf dieser Grundlagenvergleichung, das ist sozusagen der Witz meiner Reflexionen. Aber ich will nicht behaupten, es ist nur ein Gedankenexperiment, und ich will nicht behaupten, dass das sozusagen unbedingt fruchtbar sein werden kann. Na gut. Natürlich gibt es Kriterien für die Wahl der Programmiersprache, und je nach Architektur, nach der jeweiligen Grammatik, wird sich der Problemraum strukturieren. Du hast sie schon erwähnt, ich habe sie auch schon drinnen gehabt. So wird, um antiquierte Erinnerungen aus den späten 80er Jahren hervorzuholen, eine Programmiersprache wie Lisp, die mit Hilfe von Listen ihre Syntax entwickelt, sich für das Berechnen genealogischer Stränge besser eignen als Prolog, die eine logische Beschreibung und Verknüpfung der Gegenstände und ihrer Umgebung verlangt, mit denen operiert werden soll. Die Frage, welche Instrumente zur Verfügung stehen, um irgendetwas anzugehen, stellt sich bei Programmiersprachen und Kalkülen also gleichermaßen. Solange nicht über sie theoretisiert wird, scheinen dem Erfindungsreichtum der Mathematik wenig Grenzen gesetzt.
aber sie scheint auch anfälliger für ihren System, für in ihren Systembildungen verankerte Metaphysik. Zum Beispiel Cantor und das Unendliche. Sobald sie den konstruktiven Charakter ihrer Gegenstände abstreitet und sich selbst als platonisches Reich versteht, in dem Entdeckungen gemacht werden können, statt als Ideenschmiede, in der Instrumente hergestellt werden, mit Hilfe derer Entdeckungen in anderen Bereichen gemacht werden können. Also von hier aus lässt sich eben auch dann die Wittgensteins Kritik von Kurt Gödel eben auch beleuchten. Der französische Philosoph und gelernte Mathematiker Alain Badiou, der jetzt in die Jetztzeit, jetzt gerade ein Buch auch über Wittgenstein vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, die Antiphilosophie Wittgensteins, der reagiert sehr erbost auf Wittgenstein, wenn dieser mit der Idee spielt, die Mengenlehre könnte als Scherz, als Parodie auf die Mathematik entworfen sein. Und also es geht hier, ich möchte mich also jetzt auch, wenn ich jetzt noch im Weiteren auf Wittgenstein zu sprechen komme, möchte ich mich bei meinem Freund und wie er selbst ausdrücklich mir gesagt hat, er möchte als europäischer Philosoph gelten, Peter Keicher verdanken, der ein großer Philologe und Wittgenstein-Kenner ist und der mir also bei diesen Überlegungen geholfen hat, obwohl ich sie jetzt gar nicht mehr hier weiter vortragen werden kann. Also, dass er Wittgenstein verstanden hat, beweist Badiou's kleine Schrift Wittgensteins Antiphilosophie. Auch wenn dieses Verstehen ihn nur dazu zu reizen scheint, seinen metaphysischen Standpunkt weiter auszubauen, der seine vage Art, mathematische Metaphern spekulativ einzusetzen, mathematisches Denken nennt. Klar umreißt er dagegen die Gegenposition, die sich der Klarheit im Sinne von Occams Rasiermesser Entia non sunt multiplicanda verpflichtet fühlt. Ich zitiere Badiou: Der Gegensatz zum Geschwefel betrifft simultan die Materie, die streng wissenschaftlich und logisch ist, im Dienst des Sinns in der Welt, den Akt, der archiästhetisch, literarisch ist, im Dienst des Sinns, der Welt des Sinns des Subjekts. Also damit umreißt er die Wittgensteinsche Position. Also den Akt, der archiästhetisch-literarisch ist. Also das ist ja in der Diskussion gestern schon zur Sprache gekommen, dass eben dieser Akt, die Philosophie als Tätigkeit eigentlich nur im Traktatus gemeint ist, eben als Tätigkeit, die Wissenschaft kontrolliert, damit sie nichts sagt, was ihren Gegenstandsbereich überschreitet. Also das ist die Tätigkeit und der Badiou und wie das oft, dann wird diese Tätigkeit der Philosophie dann mit dem Mystischen zusammen und dann wird das sozusagen in diese, aber zuerst ist das ja nur eine ganz pragmatische Feststellung in dem Sinn. Rudolf Carnap, um jetzt einen Nexus mit dem Wiener Kreis herzustellen, Rudolf Carnap meint in Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, die Logik hätte sich zu einem Werkzeug hinreichender Schärfe entwickelt, sodass einerseits auf dem Gebiet der empirischen Wissenschaft die Begriffe geklärt und in ihrem logischen und erkenntnistheoretischen Zusammenhang dargestellt werden könnten, andererseits die logische Analyse der Sätze der Metaphysik ihre Sinnlosigkeit zum Vorschein bringe. Hat nicht schon Wittgenstein, der ja selbst am Ende des Traktatus die Sätze der Naturwissenschaft für das Einzige, das sich von der Philosophie sinnvoll sagen lässt, also oder das sich sinnvoll sagen lässt und von der Philosophie dann bestätigt wird und die eigenen dortigen Ausführungen für unsinnig erklärt, später auf die Naivität dieser Auffassung von der Rolle der Logik verwiesen, eben weil sie ignoriert, dass das Deklarieren von metaphysischen Sätzen als sinnlos, als Scheinsätze von Carnap, sich einer Auffassung eben der wissenschaftlichen Weltauffassung und ihrer Auffassung von der Rolle der Logik verdanke und nicht der logischen Analyse von metaphysischen Sätzen.
Diese sind unsinnig, weil den von ihnen verwendeten Worten oder Namen nichts entspricht, während die Sätze der Logik und der Mathematik nach Wittgenstein sinnlos sind, weil sie tautologisch sind und nichts bedeuten, also nach dem Wittgenstein des Traktates. Es scheint doch sofort klar, logische Schärfe lässt sich ebenso gut für Gottesbeweise oder andere metaphysische Argumentationen nutzbar machen. Wenn wir nach der inneren Architektur dessen fragen, was Bedeutungen generiert, also Bezüge herstellt, bleibt uns etwas anderes als Modelle zu konstruieren, seien sie psychologisch, biologisch oder neurowissenschaftlich. Und wird nicht jede Hierarchisierung etwas Willkürliches haben? Zum Beispiel eine universale Grammatik à la Port-Royal oder Noam Chomsky, du hast das heute schon erwähnt, dass er das selbst dann auch noch weitergegangen ist, aber zuerst ist es einmal, die dem Gedanken oder Konzept die primäre Stellung geben will oder will, auf jeden Fall Bedeutungsbäume generiert, an deren Astenden, die in die Sprachebene reichen, die Platzhalter sitzen, die von der jeweiligen Sprache besetzt werden können. Das ist eben so eine literarische Umschreibung des Chomsky-Ansatzes. Abgesehen von dem exemplarischen Charakter solcher Modelle sind auch sie wieder eine Projektion auf eine Ebene konkreter Symbolisierungen. Wenn ich mir eine solche interne kalkulierende Grammatik programmiert denke, die zum Beispiel um zu übersetzen oder Sprachverstehen zu simulieren, wenn es ein Simulieren ist, auf indexalisierte Wissensbasen oder Wörterbücher zugreift, die auf dieselbe Art symbolisiert sind, so kann ich mir diese Assemblage wieder als ein Modul denken, das sich mit anderen Modulen verknüpfen kann, in denen Bewegungsabläufe, Geräusche oder Bilder etc. kategorisiert und auch gespeichert sind. Wie auch immer diese sozusagen, wie das auch immer im Materiellen dann vor sich geht, das muss eben dann eine Neurowissenschaft oder so lösen. Ich möchte jetzt noch auf den anderen Informationsbegriff, also genetische Informationen zum Beispiel. Was ist das? Also die Interpretation, wo findet die statt, wer macht die, wie soll das eigentlich ausschauen? Nicht? Also das Kompilieren der Programme und das Einbetten, auch diese ganzen sozialen Fragen, die schon öfter jetzt angesprochen worden sind und so. Genetische Informationen sind ephemerer, anfälliger für Mutationen und spielen im Wachstum, Lern- und Lebensprozessen eine andere Rolle als statische, zum Beispiel in Stein gemeißelte Botschaften, die in bestimmter Hinsicht einen sekundären Charakter aufweisen, auf Interpretation, Übersetzung von außen angewiesen sind. Der Stein von Rosette, die Übersetzung des in Hieroglyphen verfassten, liefert der Stein gleich zwei Übersetzungen mit, eine in Demotisch, das ist ein Spätägyptisch, und in Altgriechisch. Der bildet eine Ausnahme, der ist sozusagen auch da schon die Übersetzung da und deswegen konnte man das ja auch so gut irgendwie dekodieren. Was spielt wo die Rolle des Interpretierenden? Wie stark sind Informationsarchitekturen der Evolution ausgesetzt, müssen sich also durchsetzen und veröden, wenn sie nicht gebraucht werden? Oder wenn ich einem Biologismus weiterfolge, wie weit schreibt die Nützlichkeit, zum Beispiel Bewegungsabläufe, Verhaltensweisen, Reaktionen, erst fest, materialisiert sie und lässt dazu erforderliche Formen generieren? Was sich bewährt, wird automatisiert. Diese Informationen sind festgeschrieben, angeboren, in ihr System eingebunden, das sie benutzt, interpretiert oder eher wirken lässt. Und dann, da kommt dann noch dazu die erkenntnistheoretische Frage, wie weit ist das ja eigentlich nur unser Dekodieren sozusagen von dem, wir strukturieren uns diese Informationen so und versuchen sie uns so zu erklären. Wer sagt, dass das sozusagen innersystemisch so behandelt wird oder wo liegt da sozusagen die Lesekapazität, um diese Informationen sozusagen wirken zu lassen in dem System, nicht? Also das sind eben so komplexe, uns unbekannterweise materialisierte Systeme, wenn es jetzt um den Informationsbegriff geht, dass sich das Schwerste über sein lässt. Erst wenn es zu Behinderungen kommt, Probleme auftreten, tritt eine höhere, korrigierende Instanz auf, die automatisierte Abläufe übersteuert, indem sie Vorgänge, wie sie Denkprozesse darstellen, die uns von Bewusstsein sprechen lassen, auf den Plan ruft.
Solche Spekulationen versuchen, die ich jetzt da gerade gemacht habe, versuchen die Stelle zu besetzen, die bei John Searles Chinese Room Argument nur umschrieben, also eigentlich, außer ich verlege das Zimmer in den Kopf, leer gelassen wird. Selbstbeobachtung, wenn ich nach einer passenden Antwort und ihrer Formulierung suche, werden mir nicht viel mehr als zu weiteren Assoziationsketten helfen. Auf jeden Fall werden sie, auch wenn sie Vorgänge im Sprachverhalten beleuchten, nicht viel klarer machen, was wir unter Bewusstsein verstehen sollen. Und Einblicke, wie sie die Neurowissenschaft zu liefern versucht, helfen hier auch nicht weiter zur Zeit zumindest. Denn jede wissenschaftliche Untersuchung der Vorgänge im Gehirn kann nicht anders, als ihre Gegenstandsebene aufzuspannen und muss daher erstens mit der Möglichkeit rechnen, dass wesentliche Parameter der stattfindenden Vorgänge ihrem Sieb entkommen und zweitens damit, dass die Interpretation ihrer Beobachtungen in Zweifel gezogen wird. Also das ist sozusagen immer die Schwierigkeit, wenn man wissenschaftliche Ergebnisse Die Diskussion darüber, ob der Turing-Test am Sprachverhalten feststellen kann, ob das getestete System intelligent ist, Sprache verstehen und denken kann, also die symbolische Ebene, auf der Zeichen nach rein syntaktischen Regeln manipuliert werden, verlassen kann, um durch Bezugnahme auf etwas außer oder innerhalb des Systems Bedeutung, Semantik zu generieren, könnte auch in die entgegengesetzte Richtung geführt werden, nämlich ab wann oder wodurch symbolische Strukturen, und das können die der Mathematik, der Logik, der Literatur und der Kunst im Allgemeinen sein, ein System dazu bringen, sich intelligent zu verhalten, zu verstehen, zu denken, sich bewusst zu werden, etc. Also das ist sozusagen die Umkehrung. Und das ist sozusagen das, was der ästhetische Zeichengebrauch irgendwie zu leisten versucht oder zu behauptet oder zumindest deswegen versucht, die Konventionen zu brechen und sozusagen aufzumischen und zu anderen Ergebnissen zu kommen. Wenn wir der Auffassung folgen, dass wir erst dann beginnen zu denken, uns eines Vorgangs bewusst zu werden, wenn ein Problem auftritt, wir eine Lösung finden müssen, weil bewährte, automatisierte Verhaltens- und Reaktionsweisen nicht funktionieren, dann bringen uns erst jene symbolischen Strukturen zum Denken bzw. zum bewussten Umgang mit ihnen, wenn sie uns während ihrer Interpretation vor ein Problem stellen. Vorausgesetzt wird also einerseits ein interpretierendes System und andererseits eine symbolische Struktur, die in Kenntnis dieses Systems so konstruiert wurde, dass sie bei der Interpretation durch dieses in diesem zu Problemen, Verzögerungen oder sogar Umstrukturierungen führt. Das lasse ich jetzt, wie weit bin ich jetzt schon mit den 20 Minuten? Du hast sie erfüllt, aber du kannst einfach nur weiterkommen. Ich habe sie schon erfüllt, das ist aber schnell gegangen. Okay, dann lasse ich da jetzt was aus und komme jetzt noch einmal, dann versuche ich jetzt noch den poetischen Teil etwas zu bedienen. Und dazu nehme ich jetzt, ich verzeihe, erstens haben wir jetzt eine wunderbare Vorführung gestern Abend gehabt. Und ich nehme jetzt auch ein Exempel, das jetzt nicht der Wiener Gruppe direkt, also durch meine philologische Unbedarftheit, habe ich ein Gedicht was mir auch zu passen scheint, von Ernst Jandl genommen. Und nehme also, zuerst sage ich noch was über avantgardistische Poetiken, verweisen auf das Sprachmaterial, Mallarmé, Gedichte sind aus Worten gemacht, nehmen damit Distanz zum Verstehen, das auf Klischees als Bedeutungen vertraut, um die mit ihnen zusammenhängenden Konventionen des jeweiligen Sprachspiels zum Beispiel zu bestätigen. Eine der möglichen Annahmen solcher Poetiken, beschränken wir uns beim Konstruieren der Zeichenstrukturen bewusst auf die Ebene der Zeichen und ihrer Syntax und manipulieren auf dieser die Zeichen, indem wir gegen die Regeln ihrer Syntax, also gegen die dort herrschenden Gewohnheiten verstoßen, so entsteht nicht
nicht nur automatisch eine neue Auseinandersetzung mit unserem Sprachgebrauch und da dieser ja Bedeutungen generieren soll, ein Umstrukturieren der Erfahrungen auf den wie auch immer zustande gekommenen Bedeutungsebenen, sondern wir machen die Zeichen selbst neu erfahrbar, verschaffen ihnen eine Sinnlichkeit, die sie im Gesteuertsein von einer automatisierten Grammatik und von gewohnten Bedeutungszusammenhängen nicht hatten. Das Heben versunkener Tropen, das wörtlichen Bedeutungen mit Hilfe rhetorischer Techniken ihre metaphorische Frische wiedergibt, wäre eine Unterart dieses Unterfangens. Das Gedicht Schützengrimm Ernst Jandls, das den Krieg ins Visier nimmt, nimmt als Ausgangsmaterial ein Wort Schützengraben, dem es seine drei Vokale entzieht und dessen letzten zwei Konsonanten B und N es in zwei M umwandelt, um zu seinem Titel zu kommen, der, abgesehen vom Bindestrich, zugleich den Zeichenvorrat darstellt, auf den es sich im Weiteren beschränkt. Nicht nur die ganze Wortnotation wird wiederholt, sondern auch Gruppen von Zeichen und einzelne, manchmal durch Bindestriche verbundene Zeichen, also t, 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 t oder s, z, h oder t, 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 deren Wiederholung es erst beim lauten Lesen jene onomatopoetische Wirkung erzeugt, die die Bedeutung des ursprünglichen Wortes, was soll ich jetzt sagen, untermalt, illustriert, hervorruft. Trotz seines ersten Gegenstandes hat das Gedicht, wie schon Jandl selbst feststellt, etwas Verspieltes, aber in seiner Beschränkung auf das Zeichenmaterial eines Wortes auch etwas Lapidares und damit beißend Ironisches. Schwarzer Humor. Freud bezeichnet in seiner unter anderem poetologischen Untersuchung der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten die Reduktion und Wiederverwendung des Zeichenmaterials als eine der wesentlichen rhetorischen Techniken des Witzes, was sich auch von vielen Arten von Gedichten sagen lässt. Es werden keine neuen zwingenden Bedeutungen generiert, obwohl das Gedicht natürlich wie jeder Text Assoziationen hervorrufen kann. Auch die Feststellung, die ästhetische Manipulation der Wiederholung der Zeichen nach ihrer Reduktion und Mutation erweitert die Bedeutung des ursprünglichen Wortes um das Geräusch des Schießens von Maschinengewehren, macht nichts klarer. Die Assoziation des Geräusches des Schießens von Maschinengewehren hat vielleicht schon zum Bedeutungshof von Schützengraben dazugehört. Im Gedicht wird das Geräusch weder benannt, noch wirklich nachgeahmt oder simuliert, eher schon karikiert. Die letzte Zeichenfolge t, 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 lässt verzögert, nämlich bis zur Ergänzung mit dem Vokal O, die Folge des Schießens von Maschinengewehren, das beendete Leben und das Ende des Gedichts zusammenfallen. Das Exemplifizieren der Bedeutung führt zu ihrer Erweiterung und Versinnlichung. Auf jeden Fall zwingen hier nicht leicht zu erschließende neue Kriterien für die Manipulation von Zeichen, die sich daraus durchaus der Motivation durch Bedeutungen und Erfahrungen verdanken können, zu einer ästhetischen Wahrnehmung von Zeichen, zu nun schon nicht mehr so neuen Erfahrungen bekannter Lautzeichen. Und ich lese Ihnen jetzt zum Schluss noch das Gedicht vor und ich möchte mich entschuldigen, weil ich das eben nicht so gut geübt habe wie der Gerhard Rühm und das ist eben nur so zur Auflockerung gemeint. Schützengrimm! Schützengrimm, Schützengrimm, t t t t t t t t Grimm, t t t t s t h Zengrimm, 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 Grimm, Schützen, Schützen, t t t t t t t t Schützengrimm, Schützengrimm, s grrt, grrt. Grr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 r
Debatte, Fragen, Anmerkungen, Zusätze. Vielleicht eine Anmerkung, dass dieses Gericht von 2006 erinnert, auch eine große Wirkung hat, in die Schule dann schon abgedruckt wird, ist aber vielleicht im Vergleich zu vielen Sachen der Berliner Gruppe doch ein bisschen konventioneller vielleicht, weil ich meine, wie Sie auch richtig auch ausgeführt haben, weil sozusagen das Bedeutungsfeld des deutschen Zugang wird hier eigentlich nicht wirklich aufgebrochen. Also es wird sozusagen, es wird, wie ich jetzt auch sehr schön vorgeführt habe, es wird ziemlich wieder, aber es bleibt sozusagen diese, Sinnbereich erhalten. Und also ich finde einfach, dass es in, ich möchte es jetzt nicht irgendwie gegeneinander ausspielen, aber es gibt also Texte der Wiener Gruppe, die irgendwie viel stärker diese Irritation von Sinnkonstruktionen hervorrufen als zum Beispiel dieses Gebiet. Also es hat durchaus seine Berechtigung und ist sozusagen gerade im didaktischen Zusammenhang auch sehr gut verwendbar. Aber ich frage mich eben, wo sind da die Differenzen zu der Wiener Gruppe, also zu den Arbeiten, die wir auch gestern zum Beispiel gehört haben. Genau, okay, also prinzipiell bei Stehen, Schauen ist auch die Bedeutung, spielt auch eine Rolle. Also das sozusagen, dass das nur es gibt, ich habe das jetzt nicht leider in diesen 15 Minuten, ich bin dann auf ein Lautgedicht von Gerhard Rühm auch zu sprechen gekommen, wo er sozusagen nur musikalische Anweisungen gibt, wie das aufgeführt werden soll und zeigt dann auch an musikalischen Systemen und kommt dann später auch noch auf diese ganze begleitende Kommentare, was das für eine Rolle spielen kann, sowohl in formalen Systemen als auch bei der Aufführung von solchen Gedichten. Und ich versuche eben da diesen Ansatz, wo ich dieses Manipulieren der Zeichen und das sozusagen in Verbindung bringen und dann auch versuchen, oder in diese Spekulationen, die ich ja dem vorgestellt habe, wie Bedeutungslehren sich sozusagen irgendwie konstituieren könnten, nicht? Und das Schützengraben hat mich jetzt nur, das war passend und weil ich das Ding, aber es sollte sozusagen, es ist ja, sollte ja nur diesen Ansatz auch, es hatte auch in meinem Vortrag einen illustrativen Charakter, nicht? Das war jetzt keine. Das war sehr gut gewählt und man war ja direkt im Schützengraben. Man hat gespürt, wie hin und her geht, ist eine ganz persönliche Empfindung. Und wer kritisiert halt die Empfindung aus irgendwelchen Gründen? Ne? Also, weil du nicht so empfunden hast. Aber ich möchte eben allein überlassen, was er bei den Kritikern. Du hast es mit verglichen, was ich in der Schule, dass ich ein bisschen schlechter ausgewählt war als dich. Heidulf, danke für die Schützenhilfe. Aber ich gebe zu, dass der Jandl irgendwie ein Popularisierer der, sozusagen dieser Techniken ist, aber auf eine sehr gute Weise. Er hat auch sehr viel Witz und Ding. Ich hab absichtlich, um das Ding zu erweitern, um auch zu zeigen, dass meine Reflexionen jetzt nicht direkt eben auch, habe ich auch betont, das philologisch zu kurz greifen eben, weil ich eben die literaturhistorische Seite eigentlich nicht berücksichtigt habe. Und um das sozusagen auch zu untermalen, habe ich eben dann auch eben einen Exponenten genommen, der sich derselben Mittel bedient, aber nicht der Wiener Gruppe zugehört. Nein, das war irgendwie ein... Das war nicht als eine Kritik. Er hat sich ja als Onkel bezeichnet. Also? Ja, so wie Mutter atmet der Vater und er ist der Onkel. Darf ich vielleicht noch eine Frage stellen? Ja. In andere Richtung. Zuerst eine Nachfrage und damit zusammenhängend, wenn die zweite Frage nämlich an diesem Punkt oder von
Desemantisierung oder Semantisierung von Desemantisierten gesprochen hast. Wenn ich das übersetze, für mich sollte das irgendwie heißen, ein formales Umgehen mit dem Zeichen der Symbols der Informatik versus ein inhaltliches Umgehen mit Zeichen, sei es Sprachzeichen oder anderen Zeichen, wie sie von menschlicher Intelligenz gepflogen werden. Das werde ich, aber ich schließe gleich meine zweite Frage an, nämlich an diesem Punkt, den ich sehr spannend fand auch, mit diesen Fehlersignalen oder mit diesem Moment, wo Irritationen so eintreten im üblichen automatisierten oder Ablaufverstehen, dass dort erst, und so habe ich das verstanden, so wird etwas wie Bewusstheit um diese Verarbeitung von Sprache durch Menschen irgendwie einzig einstellt, insofern als dann, also dass prinzipiell die Selbstbeobachtung nicht an die Prozesse oder an die Punkte reicht, wo sprachliche Inputs in Erlebnisse oder in Vorstellungen umgesetzt werden. Und wenn es irgendwo hakt und wenn irgendwo Schwierigkeit ist, dann geht man quasi zurück. Also sei es das Prozessieren eines Holzwegsatzes, der in eine Richtung führt, wo man zurückgehen muss. Genau. Oder sei es, was ich habe vor kurzem gelesen, den Satz, Bilderbuch ist Band des Jahres. Und plötzlich war mir dann klar, da ist irgendwas falsch und dann war das nämlich Band. Also ich musste das Wort Band zu Band umdeuten und da habe ich das Gefühl gehabt, ich laute auch innerlich, ob man jetzt wirklich spricht oder ob das nur so irgendwie, also, und dass dort irgendwie eine Bewusstseinstätigkeit ansetzt. Genau. Aber wie also das glaube ich, ja. Aber wie hängt das dann zusammen mit dieser Semantisierung, Desemantisierung, beziehungsweise formalen Prozessierung oder inhaltlichen Prozessierung von Zeichen, seien sie nun bedeutungshaft oder nicht bedeutungshaft? Und vor allem dann, geht es um auf der Ebene dieser Zeichen, also sind es wirklich diese Symbole, die das hervorrufen? Oder ist das irgendwie, ist das doch ein stärker ein Aber das kognitiver Prozess oder vielleicht auch ein Versagen des Kognitiven am Vorliegenden, was natürlich dann eben schon eine Interaktion gibt gerade. Das ist nicht im luftleeren Raum. Dass ich einen Fehler, ein Fehlersignal habe, ist schon ausgelöst irgendwie. Genau. Aber es kann auch. Aber habe ich dich jetzt richtig verstanden? Ich habe gemeint, bei der konkreten Poesie oder bei diesen poetischen Techniken ist es eben eine Desemantisierung. Ich gehe jetzt nur noch mit der Syntax um. Ich sozusagen, es ist ein desemantisierendes Modell. Und währenddem ich bei dem, was sozusagen von seinem Selbstverständnis schon ohne Bedeutung ist und deswegen zur Anwendung als Werkzeug zur Verfügung steht, und du das sozusagen die mathematischen Kalküle, für, obwohl sie oft anlassbezogen entstanden sind, wie, weiß nicht, wie die Graphen, das Königsberger Brückenproblem, und dann macht er sich Gedanken und dann kommt er plötzlich zu einem neuen Kalkül, wo er sozusagen Begriffe einführt, dann werden die Graphen eingeführt und dann kann ich sozusagen wegen und plötzlich habe ich da ein formales Kalkül, was sozusagen überhaupt einen Anlass gehabt hat, ursprünglich, die sozusagen einen konkreten Anlass gehabt hat, dann aber ist es ein theoretisches Kalkül, wo sozusagen, wenn ich es nicht dann danach benenne oder wo ich dann sozusagen ganz allgemein Begriffe eingeführt habe, wo ich dann sagen kann, ja, und dann hast du plötzlich Vektoren oder du hast gewisse Dinge, die du sagst, das kann ich da einsetzen und da, und dann plötzlich habe ich das so allgemein definiert, dass sich dieses Kalkül sozusagen anwenden lässt. Das ist der Werkzeugcharakter der mathematischen Instrumente. Deswegen, wie ist der konstruktive Ansatz, wie in Förster oder Feierabend oder eben auch Wiener, vertritt, dass das erst konstruiert wird, kommt nicht, fällt nicht in die Falle des semantisieren Wollens der Werkzeuge selbst. Dass du sagst, das bedeutet das jetzt, nicht? Sondern dann sagst du, das ist ja einfach sozusagen in einer, das ist sozusagen in seiner Konstruiertheit dann anwendbar auf das. Ne? Aber das ist sozusagen der Unterschied. Und dann, wenn ich das aber verabsolutiere und sage, ich kann das aber semantisieren, dann kann ich sozusagen in die Zeichen, und das ist ja der Unterschied von etwas, was ich, wenn ich die Mathematik sozusagen als Werkzeug nehme und dann strukturiere ich, quantifiziere ich über eine Gegenstandsebene, um sozusagen mein Kalkül anwendbar zu machen, dann mache ich etwas anderes, als wenn ich sage, ich nehme jetzt sozusagen die formale Sprache und nehme ein arithmetisches, mache dann ein Diagonalverfahren und lege in die Zeichen eine Bedeutung, berechne dann diese
berechne dann etwas, komme wieder zu einer Zahl, dann semantisiere, sozusagen lese, dekodiere ich wieder das heraus, was ich da zuerst hineingelegt habe, und dann komme ich eben zu diesem Ding und sage, dieser Satz lässt sich in diesem System nicht beweisen. Nicht, das hat er aber sozusagen nur, das ist sozusagen nur eine sekundäre Interpretation dieses Satzes. Das war auf einem Grund einer Semantisierung des Systems beruft, also nicht einer Anwendung, wo ich klar herstelle und sage, ich bin die ganze Zeit, das ist jetzt diese Zahl mit der Quantifikation, sondern ich habe eine Botschaft verschlüsselt, eine Bedeutung, die sich eigentlich auf eine Normalsprache bezieht, und dann sagt er ja, dann sagt der Wittgenstein, ja, dann musst du entweder den Widerspruch zulassen, das ist Brouwer, tertium non datur gilt nicht, sondern du musst dir einfach ein mächtigeres System finden, entweder wo dieser Satz bewiesen werden kann, also wenn in einem System das jetzt, oder es ist eben unsinnig, das ist ein unbrauchbarer Satz, was hast du da irgendwie interpretiert, nicht, und das sind schon zwei. Und das andere ist eben die Rolle überhaupt des Begleittextes bei Systemen, die nicht sozusagen zum System gehören, die ja das System aber erklären, weil das eine ist die mathematische Begrifflichkeit, die dir in der Mathematik selbst sagt, dieser Begriff, Graph, Vektor und so weiter, ist in dem System so zu behandeln, hat die Funktion. Das sind sozusagen Bedeutungen, die systemimmanent sind und deswegen auch kein Problem darstellen. Da bei der Typentheorie oder bei der Ding, wo die Logifizierung der Mathematik, wo dann sozusagen interpretiert wird, dann sagt ja, warum ist das nicht Teil des Systems? Da, woher nimmt das eigentlich die Bedeutung, wenn das keine systemimmanente Bedeutung ist? Also da, das sind sozusagen andere, sozusagen, das habe ich versucht irgendwie zu illustrieren, aber es war nur ein Gedankenexperiment, genauso wie mit diesen genetischen. Danke. Also danke auch nochmal für das Einbringen der wissenschaftlichen Logik. Ich hätte jetzt vielleicht nur Ergänzungen, die vielleicht hier auch im Sinne von Oswald Wiener wichtig wären und vielleicht auch was beitragen könnten, was halt in unserer Diskussion ja auch immer wichtig war, dieses, was ist da genau Zeichen? Und jetzt auch im Zusammenhang mit der Church-Turing-These, dass es halt diskrete Zeichen sind. Ich glaube, es war ihm auch ganz wichtig, auch im Vergleich zum Denkapparat, dass es sich hier um diskrete Zeichen, also 0 und 1 handelt. Und durch die Church-Turing-These ist halt bewiesen, dass alles auf 0 und 1 zurückführbar ist. Also das war das eine, also einmal noch ein Hinblick auf diskrete Zeichen. Und das Zweite, was auch in dieser Strukturdefinition drin ist, dass wir ja Sequenz und Maschine haben. Also eine Struktur ist eine Sequenz einer Turing-Maschine, die sie akzeptiert oder generiert. Darauf hattest du ja auch verwiesen, aber da nochmal auch zu diesen zwei Bewegungen. Wir haben halt Sequenz und Maschine, also diesen dynamischen Prozess, den wir auch davor, als wir bei Wittgenstein Apparatus, also dieses dynamische System, ne, von Maschine. Und da kann man jetzt fragen, auch was ist zuerst? Diese Sequenz oder die Maschine, also nochmal diesen dynamischen Prozess auch von der Motivation zu dem System. Ja. Auch zu diesen Regeln der Freiheit auch. Ne? Also ich glaube schon, dass auch die Regeln sind schon fundamental wichtig. Ne? Dann ist halt die Frage, wo werden sie gebrochen? Und dann hat halt Wiener, also aus der Ferien ja auch gesagt, David Hilbert, hat ja gesagt, am Anfang wäre das Zeichen, das hat Oswald Wiener halt nicht gesagt, aber vielleicht am Ende. Also das wollte ich nur nochmal ergänzen. Danke sehr. Wenn ich darüber nachfragen darf, wenn dir das immer sehr wichtig zu sein scheint und ich glaube, ich da immer noch etwas vernagelt bin, nämlich diese Sache mit der Sequenz und der Maschine. Mhm. Und weil diese auch, Benedikt hat sie so zitiert, eben eine Struktur, eine Zeichenkette sei eine Maschine, die eine Zeichenkette generiert oder akzeptiert. Und du, oder es gibt eine frühere oder eine wichtige Phase der Definition von Wiener, wo er das von als Sequenz einer. Genau. Ja, und was ist diese, oder wie siehst du diese
Ich glaube, dass die Ursprünge des Inhalts haben wir ja noch diskutiert. Also die Ursprünge ist eigentlich die ist eine Definition. Und dann kam er durch den Dossier, hat sich da, ich weiß gar nicht, ob man das als Fehler, das würde ich gar nicht sagen, sondern das ist einfach, das bezieht sich dann eigentlich wieder auf den Ursprung. Also wo setze ich eigentlich an, beim Zeichen oder der Maschine? Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend, wie Struktur entsteht. Also das ist ja die Frage, wie entsteht überhaupt Struktur? Das kam mir hier auch dann irgendwie von der Motivation zum logischen System. Genau. Finde ich das total spannend und was tue ich da eigentlich? Ich glaube, das ist ein spannender Punkt. Also ich kann da gar nicht, das ist halt so das typische wissenschaftliche Hände- und Ei-Problem, das da auftritt, dass man irgendwie ja auch in der Molekularbiologie hat, im molekularbiologischen Dogma. Ne? Was war zuerst? Und könnte ich jetzt in die Molekularbiologie gehen, möchte ich aber nicht. Aber ich glaube, das war auch so ein Kernproblem, aber ich glaube, Oswald Wiener war die erste Definition, also das ist eine Sequenz einer Turingmaschine, ist die richtige, also in seinem Sinne, das hatten wir, glaube ich, noch mal so kurz diskutiert. Also die Sequenz ist die Turingmaschine, zuerst einmal. Also Wiener glaubt, dass am Ende das Zeichen kommt, nicht am Anfang. Ja, genau. Ja, also ja, so. Ja, das scheint komplizierter, also nicht, dass es komplizierter ist, aber. Ja, weil das sozusagen das wäre ja die Formalisierung quasi, nicht? Wenn ich die Formalisierung, wenn die Formalisierung ist sozusagen dann die Konstruktion der Maschine, die dann erst Zeichen sinnvoll macht. Genau. Also, glaube ich. Also ich vermute, dass da noch ein weiterer IBK-Workshop schließen wird. Ja, ich habe leider das andere gemacht. Das wird dann aber erst deutlich aufgefallen. Ich habe eigentlich nur zwei Verständnisfragen. Einerseits also hier wegen dem diskreten Zeichen, könnte man dann bei Wiener sagen, dass er beim Bewusstsein davon ausgeht, dass das eher das Denken ein kontinuierliches Zeichen ist, das nach dem Ablauf der Sequenz in ein Zeichen umgewandelt wird, ein diskretes. Oder denke ich da schon in eine falsche Richtung? Und der zweite, der gelesen wird, zu Wittgenstein eigentlich noch, war zu diesem Gödel-Argument, dass er das der Widerspruch zugelassen werden muss, bloß ein höheres System gesucht werden müsse, indem es entweder sinnvoll ist oder sonst so. Er sagt, wenn ein Satz in einem System nicht beweisbar ist, dann gehört er nicht zum System. Dann, um ihn beweisbar zu machen, finde er ein mächtigeres System, um ihn zu beweisen, nicht? Also er sagt, es ist besser, das Kalkül der Mathematik zu retten, als sozusagen einen Satz zu akzeptieren, der sagt, es gibt wahre Sätze in dem System, die sich nicht beweisen lassen. Sondern er sagt, das ist sozusagen die Natur des Kalküls ist, dass alle Sätze, die im Kalkül sozusagen dazu gehören nur die Theorie, also die Theorie, die sich beweisen lassen. Und es ist unsinnig, von einem Satz zu sprechen. Und das vom Gödel ist ja durch die Semantisierung überhaupt eine fragliche Ding, nicht? Und dass die Verteidigungsstrategien, zum Beispiel Hintikker sagt dann eben, ja, das ist eben, man muss das vorstellen, das ist sozusagen, da spielt das Symbolsystem sozusagen Theater, das ist sozusagen ein Stück und das muss man dann so interpretieren, wie als ob es, und das ist das, was Zeichen dann im wirklichen Leben machen, quasi sozusagen, das ist eben, es ist auch nicht ganz, aber es gibt jetzt eben auch, es gibt ja auch verschiedene Logiken und es ist auch in der also da gibt es ja verschiedene formale. Mich hat das interessiert, ob dieser Satz in Traktatus, ich glaube, dass der Traktatus ist, soweit ich mich noch erinnern kann, wenn er auch dieses Beispiel abstellt, dass die linke Hand nicht auf die rechte Hand passt, dass es eigentlich kein Widerspruch ist, sondern dass es bloß in einem höheren System ist. Ja, du musst es in einer, du brauchst eine andere Dimension, um das noch einmal drehen zu können. Okay, aber gut, das ist ja kein, das ist nur eine formale. Ja, zum Ersten, bitte. Aber natürlich, ich weiß nur, dass im letzten Vortrag, also nur bis jetzt, dass er sich das sehr gewünscht hat, dass, ich glaube, er hat gesagt, der Mond, ein Mond daherkommt, aus Wettner,
der sich nochmal eine andere Art als zu denken, als in diskreten Systemen, oder? Habe ich das so richtig verstanden? Wisst ihr das noch? Also er hätte sich ja einfach oder jemand gewünscht, der ihm zeigt, dass er sich im Denken oder in der Welt. Aber das beweist vielleicht der Thomas mehr zur Selbstbeobachtung. Naja, der Zeichenbegriff ist gut definiert in der Mathematik und in der Psychologie nicht. Es geht eigentlich nur darum, ob man ein Vorstellungsbild, soll man das zeichenhaft nennen, und wenn ja, unter welchem Aspekt hat das Zeichen. Weil das Zeichen bleiben ja da, während es ist ja nichts fix, wenn ich mir das vorstelle. Das ist ja prozesshaft. Soll man dann überhaupt Zeichen dazu sagen? Ja, weil seine Funktion. Wenn ja, ist es nur, weil man es nicht anders verstehen kann. Oder weil man die Funktion durchschaut. Ja, man muss es ja einbetten in den, genau, funktional ist es. Aber da geht es eigentlich nicht um Philosophie, sondern dass das halt nicht anders besteht, dass man sozusagen diesen Zeichenbegriff braucht, um einen bestimmten Aspekt darzustellen. Und unter anderem Aspekten wiederum eben zum Beispiel, wenn ich selbst beobachten, es sind keine Zeichen da, ich muss es aber dann so beschreiben, als Seinszeichen. Ich muss dann ein Bild sagen, oder? Nicht, das ist ja auch Geschummel mit dem Weiser, natürlich der Weiser, das ist ja, wie jetzt gerade, Beginn eines Prozesses, oder von dem man aber das Gefühl hat, als sei er schon im Koat sozusagen. Weil das schon wartet, aber schon so halb aktiviert. Das Wort Weiser ist, es klingt ja ein bisschen nur ein Verneiden von Pointer, nicht? Und Pointer ist ja wieder ein Symbol. Pointer in einem Computerprogramm ist ja ein Zeichen. Es sollte vermieden werden, aber ist aber nicht vermieden worden. Weil es nicht gilt. Ich glaube, der Herr Wehmer hat sich gestern in seinem Vortrag Titeländerung auf die magische Dimension auch. Und einer dieser Vorträge der letzten von Wiener, also auch im Zuschlag nicht der, den du anspielst, sondern ein anderer dort, ist Zeichenmagie. Ja? Die Idee mit doch einem magischen oder einem ja, das erfordert weitere Klärung. Wie jetzt diese, ob in der Sequenz was liegt, dass das möglicherweise. Ja? Aber es hat natürlich nichts Esoterisches. Ja, dann würde ich vorschlagen, vielen Dank. Danke.